Tja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica im Hardcore-Modus, jetzt in der Folge 41. Und ich habe jetzt gerade mal so eine gute Stunde unheimlich viel langweiliges Zeug gemacht. Also wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt so zwischen der Folge, weil das ist unheimlich viel hin und her gelaufen und so. Ich zeige euch mal eben, was ich so gemacht habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich hier schon so ein bisschen vorbereitet, eingerichtet. Die nötigsten Instrumente sind hier, ne, Modifizierungsstation, Fabrikator, Funkgerät ist da, hier der Medikit-Fabrikator und auch eine Batterieladestation. Obwohl ich sagen muss, die Batterieladestation ist ja eigentlich nur so als Notfall zu sehen, um hier Batterien laden zu können, weil das geht ja von dem Saft, von den Energiezellen im Maschinenraum ab, ist ja klar. Ne? Ja, dann habe ich hier ein bisschen Ausrüstung. Ne, ich habe mir mal den Strahlenanzug einfach mal eingepackt. Man weiß ja nie, was kommt. Dann haben wir hier Zyklop-Maschineneffizienzmodul. Verwertet Abwärme, um die Maschineneffizienz zu... Ja, habe ich mal mitgenommen, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich kann ja nicht alles benutzen. Ich habe ja nur eine gewisse Menge an Steckplätze frei und so ein bisschen was hier mal reingetan. Hier nochmal Medipacks, unten die Schränke auch aufgefüllt, soweit schon ein bisschen, soweit ich konnte. Hier schon mal Schränke hingestellt, die sind aber alle noch nicht benutzt. Da hier ist so ein bisschen Titan drin, steht nichts drauf, da ist ein bisschen Salz. Ich habe hier das Aquarium hingebaut. Na, wenn man da mal irgendwelche Exoten findet, kann man die da so lange transportieren. Ja, hier Schmiermittel, das sind alles Dinge, ich kann ja da unten keine... Ne, beim Lebensbaum oder auch unten im Lavabiom. Da kann ich ja auch, wenn ich jetzt Silikongummi brauche, da brauche ich ja diese Schlingpflanzenproben für. Und das kann ich ja da nicht herkriegen irgendwo. Deswegen habe ich hier mal Silikongummi schon mal gemacht und hier reingefüllt. Auch mal zwei von dem Fasergewebe. Brauche ich, glaube ich, weiß nicht mehr genau wofür. Ich werde auch von den Schlingpflanzenproben welche mitnehmen. Ich habe hier hinten zum Beispiel einen Spind, ne, Samen, da kommen auch noch die Schlingpflanzen und so weit hin. Vielleicht kommt da noch ein zweiter Schrank neben, damit ich notfalls da so ein Ding aufbauen kann, ein Außenbeet oder so, was ansammeln, anbatteln kann. Mache ich ja sowieso. Bei der Station beim Lebensbaum kommt das eh. Hier Batterien, da sollen ja auch die Energiezellen hin. Ich habe mal geguckt, 6 Energiezellen sind ja hier verbaut. Brauche ich ja 100%. Die hat noch 14%, die hat 100%. Ja, wir haben schon ein bisschen gefahren. Und die haben 200. Wieso haben die... Achso. 100%, ja, 200 haben die. 100%, die sind alle voll. Ich könnte ja einfach mal ganz blöd, obwohl eigentlich ist Quatsch, ne? Die eine mitnehmen und voll machen, das lohnt noch gar nicht. Also, ja. Was ist hier noch? Die Ionenwürfel habe ich hier reingebracht. Die Tafeln habe ich hier reingebracht. Wie gesagt, ich bin dabei, das so ein bisschen vorzubereiten, alles schon. Und unten... habe ich noch keine Schränke gebaut. Hier kommen ja auch noch welche hin. Aber ich habe hier schon mal aufgefüllt. Ne, der ist voll mit Medipacks. Der ist schon voll mit Flaschen. Hier kommen auch noch Flaschen rein. Ist noch nicht ganz voll. Hier kommt Futter rein. Da habe ich jetzt erstmal nur diese Futterblöcke, die ich noch habe, reingetan. Da will ich dann die beiden Schränke voll machen mit Futter, also gepökelten Fisch dann. Dazu müsste ich die Regionals ja erstmal züchten. Und zum Züchten bräuchte ich ja noch den Alien-Behälter. Also das dauert alles noch ein bisschen. Wenn ich den so gar nicht finden kann, dann müssen wir ohne Alienbehälter eben weitermachen. Dann muss ich eben gucken, dass ich mir ein paar Regionals fange. Weil überwiegend ernähren werde ich mich ja sowieso von den Gummibäumen da. Die habe ich immer dabei. Ich sage immer Gummibäume. Weißt du eigentlich? Knollenbäume, ne? Ne, Beetkasten. Hier, Knollenbäume. Ich sage immer Gummibäume. Ja, habe ich hier eigentlich die Motte drin? Ne, hier ist nichts drin. Okay. Was ich natürlich noch brauche, ich habe gesagt, ich will so einen kompletten Sechsersatz Energiezellen machen und, das ist nämlich der Knackpunkt daran, Energiezellen, schwubbeldiwupp, brauchen 2 Batterien und ein Silikongummi. Ne, da haben wir schon mal einige Silikongummi da weg und 2 Batterien. Das heißt also, für 6 Energiezellen brauche ich 12 Batterien und 12 Batterien brauchen, und das ist das Doofe daran, je ein Kupfererz und 2 Säurepilze. Säurepilze, Korallen, Tischkorallenprobe und Tiefenpilze habe ich auch in der Zwischenzeit ordentlich gezüchtet. Die Schränke so ein bisschen auch gemacht. Gehen wir mal eben rüber. So. Ah, schon wieder dunkel. Es ist schon verrückt werden. So. Ich habe also hier Tischkoralle habe ich einiges gesammelt. Säurepilze habe ich gezüchtet und einen Tiefenpilze auch, damit ich hier ein bisschen Vorrat habe.
Und da muss ich auch was von mitnehmen. Auch Proben, das mache ich jetzt. Das kann ich da unten holen. Genau. Tischkorall habe ich da auch noch keine mit. Die Tischkorallen zum Beispiel muss ich auch wirklich viele von mitnehmen. Weil die kann ich da unten nirgendwo kriegen. Die kann ich auch nicht anbauen. Die nehme ich alle mit. Hier. So. Das muss ich halt nochmal besorgen. Weil wenn ich erstmal unten im Lava-Biom bin oder so, oder da eben am Lebensbaum, dann kann ich da sowas alles nicht machen. Was ich nicht anpflanzen kann, das muss ich mitnehmen. Ach so, ich wollte noch vorher, habe ich noch genug Platz dafür? Nicht mehr viel. Ich wollte noch so einen mitnehmen. Habe ich jetzt noch Platz für den anderen? Nee, da muss ich erstmal da rein. Ja, und das mache ich also jetzt schon hier eine ganze Weile, sowas. Welcome aboard, Captain. So. All systems online. Das machen wir hier hin. Hier machen wir die Tischkorallen hin. Tischkorall. Ja, mehr geht nicht. Zack. Wenn ich hier mal irgendwie sage, oh, dann brauche ich noch hier dit oder jenes und dazu brauche ich ein Computership oder was, dann habe ich keinen Tischkorall. Deswegen muss ich das auf jeden Fall mitnehmen. So. Da unten am Lebensbaum kann ich ja auch Außenbeetkästen hinstellen und da könnte ich mir dann diese Schlingpflanzen machen. Deswegen kommt hier eine rein. Eine reicht eigentlich, dann kann ich mir herbeizüchten dann da unten. Jetzt wollte ich auch noch von den anderen einen mitnehmen. Schwumps. So. Tiefenpilz ein. Reicht einer. Das mache ich anders. Das mache ich anders. Den packe ich wieder zurück. Das geht ja. Sondern. Zack, zack. Zwei. Ah, kann ich ja zwei nehmen. Hier auch. Zack. Auch zwei. So, und dann noch so ein Büschel da. Da brauche ich das Messer nicht für. Zack. Auch da rein. Es hört nicht auf. Ich habe das wirklich ziemlich lange gemacht. Denk so, jetzt kann ich eigentlich mal, weil muss, aber das ist wirklich eine Menge Arbeit, sich das Ding hier so richtig vorzubereiten. Was habe ich denn? Ach ja. Ne? Hier, Samen. So, den. Und die Tiefenpilze könnte ich mir notfalls züchten, wenn ich irgendwo so ein Außenbeet hinstelle. Die Säurepilze kann ich mir züchten. Das habe ich mal. Ich glaube, weiß ich nicht, ob ich das pflanze. Ich glaube, ich kann nur die pflanzen. Aber vorsichtshalber. Ja, Marmormelon und hiervon ein. Falls mal ganz blöd was passiert, ich bin in Eile. Futter, 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 Futter. Ach, vergessen zu pflanzen. Einen habe ich ja noch Futter. Oh, jetzt und alle weg. Kann ja mal ganz doof passieren, so in Hektik. Dann kann ich immer wieder alles neu machen, indem ich da noch so ein Samending drin habe. Deswegen ist das einfach mal zur Absicherung. Muss ich gut überlegen, was ich noch mitnehmen muss, weil es das da unten nicht gibt. Na, die Tischkorallen muss ich den ganzen Schrank mitnehmen. Ich weiß nicht, ob und wie viel ich davon brauche. Deswegen gucke ich mal, dass ich mir den noch voll mache und auch so ein paar noch hinlege. Ja, kein Ding. Wir müssen mit dem Zyklop demnächst los. Was ich jetzt noch ganz dringend brauche. Wie ich ja gesagt habe, wir brauchen unheimlich viel Kupfer. Ne, mit den Pilzen ist ja kein Problem für die Batterien, um die Energiezellen zu machen. Wir können ja später mal mit den Ionenwürfeln noch irgendwas, können wir ja dann auch eben unheimlich effektive Batterien machen. Ne? Das sind diese Atombatterien da. Aber das kommt ja erst viel später. Ich will ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Irgendwo damit stecken bleiben möchte ich halt nicht. Gut, das heißt also, wir müssen jetzt zusehen. Oh, was habe ich denn hier so drin? Brauche ich das alles? Den kann ich noch wegpacken. Zack. Der fertig? Nee. Eine Batterie. Taschenlampe hat nicht mehr viel. Ja, müsste ich vielleicht eine Batterie noch einpacken. Und mich nochmal voll saufen, voll fressen. Weil wir brauchen Kupfer. Ne? Kupfer ist jetzt erstmal wichtig. Auch so ein paar Pirscherzähne könnten vielleicht ganz gut sein. Das ist auch zum Beispiel etwas, was ich unten nicht kriege. Wenn ich das für irgendwas brauche, emailliertes Glas oder so, dann stehe ich da. Und ich habe keine Lust, dann mit der Mod oder so hier an die Oberfläche kommen zu müssen. An den Ghost Levy vorbei und den ganzen Scheiß wegen so einem blöden Pirscherzahn oder so. Das möchte ich vermeiden.
Genauso wie die Tischkorallenproben da. Die werde ich nicht abernten. Auch da drüben die nicht. Das ist zu nah dabei. Falls ich mal ganz schnell was brauche, dann weiß ich, dass da was in der Nähe ist. Ja. So. Genau, ich wollte mal noch hier ein Batteriechen einpacken. Da ist jetzt so ein Baum mit. Und da wollte ich mit der Motte los. Wir brauchen in erster Linie Kupfer. Kupfer und natürlich auch Titan. Das habe ich natürlich auch ordentlich verballert. Hier, der Schrank ist schon angegriffen. Also deswegen machen wir jetzt einen Ausflug mit der Motte. Und das geht nochmal ans Farmen. Ja gut, das ist jetzt nicht so abenteuerlich, aber das ist nötig an Vorbereitung für das richtig große Abenteuer. Und ich habe ja schon einiges vorgearbeitet. So, welche Richtung fahre ich denn jetzt? Ich fahre mal Richtung Osten, fast ein bisschen Norden. In der Hoffnung, dass ich vielleicht... Ah, da fällt mir was ein. Ich wollte so eine Boje mitnehmen, ne? Ja, das mache ich auch. Die hole ich noch eben. Die hole ich noch eben. So. Was brauchen wir denn für so eine Boje eigentlich? Für so eine Heulboje. Wo ist denn die? Da. Einmal Kupfer, einmal Titan. Ja, so ist das eben mit dem Kupfer. Das ist immer so eine Sache. Ja, also Kupfer ist, wie ihr seht, ziemlich zur Neige. Das ist alles, was ich an Kupfer habe. So. War hier, ne? So ein Ding mitnehmen. Wenn ich was Gutes finde, damit ich das einfach da aufsetzen kann. So. Schauen wir mal. Vor allen Dingen kann ich mir so richtig vorstellen. Dann habe ich das alles hier vorbereitet. Hab den Zyklop richtig schön vorbereitet. Alles abfahrtbereit. Und dann kommt so ein blöder Scheiß. Ich gehe drauf. Und alles für die Katz. Osten, Süd an den Nordosten. Da, so, ne? Ne, Süd, hier, so. So muss ich fahren. Hatte ich mir letztens mal gemerkt. So ein Regen halt noch erwischen kann, dann greife ich mir den. Wo war das noch drin, das Kupfer? In diese gruselige, ne? Wie heißen die noch? Muss ich mal drauf achten. Gerne natürlich auch diese großen Blöcke, aber die findet man erst in tieferen Tiefen, ne? Oh, da ist Schrott, das ist auch schon mal gut. Raus wollte ich. Ich sehe schon, kommen gleich sind wir schon wieder sofort voll. Schrott. Schrott. Es ist so, ich muss noch farmen. So, jetzt gucke ich mal eben. Was ist das? Der Kalksandstein, ist das so? Kalksteinaufschluss. Und wir haben Kupfer. Ja, ja, Kalkstein ist für Kupfer, das wusste ich doch. Irgendwann lerne auch ich das mal. Osten, Südosten, da die Richtung wollte ich. Müsste eigentlich Richtung Aurora gehen ungefähr, ne? Ja. Sandhai, bleib mir weg, du. Kupfer, hervorragend. So. Habe ich die jetzt rüber getan? Ja, brauchen wir aber nicht. Schon bald wieder voll, das ist wirklich nett. Naja, am besten wäre, wenn ich jetzt so große Vorkommen finden würde, so große Kupfer. Oh, was ist das denn? Da ist das da. Jo. Quarz. Ich weiß, hier tut dieser bekloppte Sand herum.
Die haben auch irgendwie einen an der Waffel, ne, die Sandhaie. Die schütteln immer und zappeln und weiß ich auch nicht, irgendwie sind die doch voll gestört, ey. Was war das jetzt? Ein bisschen gezuckelt. So, ich habe natürlich gar nicht auf die Zeit geachtet, wieder mal. So, wo kam ich denn überhaupt her? Hä? Na egal, nehmen wir die Richtung wieder auf. Wir waren Richtung Osten. So, die Richtung wollten wir. Genau, da liegt... Da ist sowas! Hier ist sowas! Das habe ich gesucht! Das ist nämlich Titan. Und hier muss ich mit dem Krebs hin. Ha! Ja, hier, das sieht schon ganz gut, aber ich glaube, es ist eine gefährliche Gegend. Ich werde jetzt aber hier mal die Boje aussetzen. Wo ist sie denn? Da. Zack. So, nicht einsammeln, ich will die beschriften. Titanvorkommen. Ja. Was passt hier noch? Nur Kleinkram, ne? Da habe ich ja nicht viel. So, die habe ich jetzt da schon mal. Dann kommen wir hier mit dem Krebs nachher hin. Da ist noch einer. Hahaha. Das ist ja cool. Den Schrott kann ich ja schon mal einsammeln. So. Ja, du mich auch. Hat der was kaputt gemacht? Nö. Wenn man in der Motte ist, da ist man eigentlich ziemlich sicher vor diesen bekloppten Sandhaien. Ja. Ich kann jetzt noch so ein paar kleine aufkloppen. Und dann muss ich eh abhauen. Salz brauche ich wirklich nicht aufsammeln. Das produziere ich ja selber genug. Ah, der ist hinter mir her, ne? Aber keine kleinen Bröckchen. Ach, die habe ich wohl schon aufgemacht. Ach, das war die. Genau. Ja, auch Titan. Also Titan haben wir näher genug, aber ich brauche eigentlich vor allen Dingen... Oh, ich bin voll, ne? Ah, shit. So, wo ist das Mörtchen? Da. Wir müssen zurück und kommen mit dem Krebs wieder. Ah ja, ist gut. Wie geht denn das eigentlich hier? Da, zwei. Ja, gefällt dir das? So. Wo ist zu Hause? Wegweiser. Wegweiser. So hoch sind die? Wegweiser 580, Wegweiser 2. Wieso sind denn so hoch? Bin ich so tief? Wegweiser 1, hä? Ach, das ist, weil ich mich so... Ah ja, doch, die sind tief. Ich dachte schon, hä? Die müssen doch viel tiefer sein. Wie tief ist denn Wegweiser 6 und 2? Ist 610 Meter tief, ja. Gut, nach Hause... Taschen ausleeren und dann mal mit dem Prawn hier hin. Kann man die gut sehen, die Boje? Grrr, Titanvorkommen. Joa. Joa. Ich könnte natürlich auch mit dem Zyklopen dahin fahren, ne? Wenn ich das machen täte, dann kann ich das gleich in die Schränke räumen und gleich ein bisschen weitermachen. Ich muss sowieso einen Ausflug machen mit dem Zyklopen. Dann nehme ich aber den... Ob ich jetzt Prawn oder Krebs habe, ist übrigens dasselbe. Dann nehme ich aber den Krebs mit und nicht die Motte. So. Mache ich so. Welcome aboard, Captain. So.
erstmal wieder dieses lästige Taschen ausleeren. Ich hatte auch Kupfer dabei, ne? Aber nicht hier. Ja, ist klar. Ach ja, verhütten. Da brauche ich wirklich einiges. Vor allen Dingen, wenn ich ja dann am Lebensbaum auch noch eine ganze Station aufbauen will. Na, mit den ganzen Röhren und den Fundamenten und... Boah. Also... Da brauche ich schon viel. Zack. So, ja, ja, du darfst raus. So. Der. Da brauchen wir keine drei von. Das ist Notausrüstung, das bleibt drin. Okay. Und der. Zack, zack, zack. Bleibt drin. Gut. Ja, ich weiß, das ist alles immer Notausrüstung, ist doppelt gemoppelt, weil ich immer mal denke, vielleicht komme ich in eine Situation, weiß ich nicht, wo irgendwo ich mich, ja, zurückziehe, in der Ecke dränge, kann aber nicht raus, weil der Reaper da seine Kreise dreht. Da muss ich dann eine Weile aushalten und dann könnte das mal eng werden. Deswegen habe ich da immer ein bisschen mehr. Gerade im Hardcore-Modus. So, mal gucken, was haben wir denn? Erstmal verhütten hier. Gut. Sie hat noch voll, ne? Ja. Das sieht ja jetzt schon wieder ein bisschen besser aus, ne? Das nur aus diesen Schrottdingern, die da rumliegen. So, zwei Kupfer, immerhin. Also dat, den müssen wir voll kriegen hier in etwa, den Schrank. Wir brauchen ja alleine 12 Kupfer nur für die Batterien, um diese den zweite Satz an Energiezellen zu machen. Wir haben jetzt 4, 6, 7. Ja, gerade mal gut die Hälfte. Also... Kupfer ist wirklich noch angesagt. Oh, jede Menge Medipacks. Ich gehe jetzt sowieso in den Zyklopen. Da kann ich die ja schon mitnehmen. Aber dann sind wir da eigentlich satt mit, allmählich mit. Aber eins wollte ich noch gucken. Bevor wir jetzt losfahren. Der ist doch bestimmt auch schon wieder fertig, ne? Klar. Zack. Hier habe ich nichts drin. Achso, da habe ich nur das Zeug drin, ja. Ja, ja. Gut. Jetzt natürlich prompt Duster. Ja, bis ich mal startklar bin und alles ist sowieso fast wieder hell. Das geht hier alles immer so rasend schnell. Welcome aboard, Captain. Ja, ja. All systems online. Aber der war voll klar. Der auch. Hier waren wir noch. Die beiden. Salz hatte ich auch oben. Ich weiß nicht, da zum Pökeln, falls ich mal irgendwie doch Fische fangen muss, pökeln. Also ich vierfach abgesichert alles. Ja, umso besser. So, dann haben wir hier aber noch Platz, weil so langsam, glaube ich, wenn der hier auch voll ist, der Schrank, kann ich eigentlich erstmal die Produktion so ein bisschen einstellen. Der ist auch schon wieder voll. Das haben die alle da reingetan. Ja. Zwei möchte ich immer in der Tasche haben. Ja. Mumpfi machen. Vital signs stabilizing. So, Pappsatt gut ist. Ja, dann würde ich sagen, hole ich mal den Krebs hier in das Gerät rein, dann können wir los, ne? So, wo ist er denn? Da drüben steht er. Welcome aboard, Captain. Jo. So.
Es ist manchmal ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Oh ne, das war zu kurz. Das sieht gut aus. Dachte ich. Ja. Ja, das ist nicht immer ganz leicht. So, machen wir zu, das Ding hier. Gut. So, jetzt natürlich prompt rabenschwarze Nacht. Mache ich mal die Funzel an. So. Okay, Maschine an. Engine powering up. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die richtige Kamera habe. Ah ja, wird hell, ne? Ja, das ist gut. So, hier. Da ist vorne. Da ist hinten. Das ist der Kiel hier. Alles klar. Ich setze jetzt erstmal zurück, weil da ist es tiefer. Dann fahre ich erstmal rückwärts ein Stück. Weil da kommt ja nichts. Da wollen wir hin, ne? Ah. Drehen. Auf zu. Ja. Rumpel. Es wird richtig Tag. Eigentlich ganz gut. Es wird hell und wir sind auch gleich da. Das ist ja nicht so weit. Dann können wir schon mal den Tag richtig nutzen. Komme ich eigentlich runter? Nee, so komme ich rauf. Runter war hier 10, ne? Ja, genau. Da liegt nämlich was. Jetzt bin ich neugierig, was das ist. Da. Das ist nichts, ne? Eigenartige Musik, ne? Hm. Muss ich natürlich gucken, dass ich den so parke, dass ich da mit dem Krebs gut ein- und aussteigen kann. Ich weiß ja auch nie, ob der Reaper mal auftaucht. Aber das sieht doch schon ganz gut aus hier. Ich glaube, hier kann ich einfach stehen bleiben. Ja. Engine powering down. 82%. Aber 1300 Meter können wir. Müssen ja noch weiter aufrüsten. 1300 reicht natürlich bei weitem nicht. So, dann mache ich erstmal hier die Funzel aus. Die brauchen wir nicht mehr. Achso, ich muss ja den Krebs. Genau. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht hier, ne? Das ist Blei. Das ist ja gar kein Titan. Das ist Blei. Na toll. Ja gut. Dann ist halt eben so. Ich hab gedacht, das wäre Titan. Weg. Alles abgebaut. Jetzt gehe ich aber mal gucken, wie viel habe ich denn da jetzt eigentlich. Halleluja. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Not from bad parents. Was ist denn hier noch? Batteriechen. Das ist gut.
glaube, da ist, ist ja gar nichts. Eine gefährliche Gegend hier. Oh, Kupfer. Gut, gut, gut. Auch nochmal Kupfer. Sehr gut. So, dann ist das doch bestimmt auch Blei hier, ne? Ja, ist auch Blei. So. Das ist nur so ein... Ja, weiter da ist der Reaper unterwegs, das weiß ich wohl. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört davon. Am besten gehe ich da auch gar nicht so nah hin erstmal. Vielleicht spawnt er noch gar nicht. Ich brauche hier noch meine Ruhe. Es müsste ja langsam voll sein, ne? Okay, ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der Reaper, der kann dem Zyklopen nichts anhaben. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe auch noch keine automatische Feuerlöschfunktion. Habe auch nur einen so einen Feuerlöscher dabei. Also, das ist alles nur so ein bisschen kitzlig. Blei, ja, das ist jetzt natürlich wichtig gewesen, dass da jetzt Blei drin war. So, packe ich jetzt erstmal aus den Taschen. Schwupps, was haben wir denn jetzt hier? Kupfer. Blei. Ja. Kupfer 2. Blei. Erstmal ein. Da kommt dann Quarz. Dann haben wir hier noch Titan. Und dann müssen wir noch was verhütten. Das können wir jetzt auch schon hier. Das geht allerdings auf die Akkus. Könnte ich natürlich auch als Schrott mit nach Hause nehmen, zu Hause verhüten, aber die Akkus kann ich auch aufladen, ist also kein Problem. Gut, jetzt hole ich noch das Blei aus dem Krebs raus. Oder ich kann ja erst den anderen da abbauen. Ja. Da. Kann ich die Boje eigentlich auch wieder einsammeln, ne? Wo ist sie denn? War doch gerade noch da. Ah, da. Zack. Die sollte ich eigentlich anders benennen. Einfach nur Markierungsboje oder so. Das mache ich ja nur. So, da wollen wir hin. Das ist ja auch eine Sache, die mich echt mal interessieren würde. Aber im Hardcore-Modus will ich das natürlich nicht ausprobieren. Was passiert, wenn ich hier in dem Krebs dem Reaper begegne? Was passiert dann? Macht der den Krebs kaputt oder wie läuft das? Das würde mich interessieren. Bin ich in Gefahr oder bin ich sicher? Greift er den Krebs vielleicht gar nicht an? Aber nur aus Spaß ausprobieren kann ich das nicht. Ich kann ja nicht speichern. Habe ich jetzt einen Warper gehört? Oder träume ich das? Jetzt gehen wir natürlich genau in die Reaper-Richtung.
War das ein Augauge? Nee. Oh, da ist noch Quarz. Schrott rum. Wir müssen noch eine ganze Basis bauen. Tja, was mache ich, wenn ich angenommen das ganze Spiel durchkriege hier? Angenommen mal, ich gehe dann runter zum Lebensbaum, ich baue da auch die Basis, sterbst du immer noch nicht, gehe dann ins Lava-Biom, die ganze Geschichte wird durchgezogen mit diesem, wie heißt der eigentlich, dieser freundliche Fisch da und dann diese große Seeimperatorin helfen, die Enzyme, die Kinderchen, alles ist gut, die Rakete gebaut. So, was mache ich denn dann, wenn ich bis dahin immer noch nicht gestorben bin, das Spiel eigentlich zu Ende ist, ich eigentlich in die Rakete steigen könnte und wegfliegen könnte? Mache ich das? Oder gehe ich dann hin, und das habe ich mir so überlegt, wenn ich das überlebe, fliege ich nicht weg? Was willst du denn? Ja, das tut weh, ne? Sondern geh in die große Station, dann kann man mal den Scannerraum noch machen, alle möglichen Fische züchten, mal gucken, was noch so alles gibt, also die anderen Klamotten waren noch so ausprobieren. Ich sehe gerade was. Ist das Titan oder ist das auch Blei? Das ist auch Blei. Ich komme um in Blei. Dürfte auch bald voll sein, hier mein... Sag ich doch. Kofferraum ist voll. Voll mit Blei. So, jetzt geht noch mal ein bisschen was rein. Ich weiß noch, dass ich immer Schwierigkeiten hatte bei dem Kyanid. Das wollte nicht. Dann war das Kyanid weg und ich hatte gar keins im Kofferraum. Und das war so gefährlich dann. Dann kamen immer diese Echsen, die diese Lavabälle geschmissen haben und so. Also das war... Also Kyanid, das ist so ein Angstthema irgendwie. Aber das brauche ich ganz dringend. Da braucht man gar keine Unmengen von, aber ein bisschen was schon. Den kann ich schon gar nicht mehr nehmen. Voll. Ich würde sagen, die Richtung, die ich hier bin, ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Lass ich den Krebs hier stehen. Wie weit ist denn der eigentlich weg? Da. 100 Meter, 150 ist doch gar nichts. Ein Stück kann ich ja in die Richtung, wo ich gehe. So. Wieder duster, wa? Ach ja. Aber bis jetzt ist hier alles friedlich. Aber sieht schon so abgegrast aus. Ich habe hier wirklich alles eingesammelt, was hier so rumliegt. Welcome aboard, Captain. All systems online. Yo. So, Blei, ne? Habe ich da jede Menge. Ja, Blei. Ist der... Ups. Bis der Arzt kommt. So, Kupfer. Auch einen. Oh, da brauchen wir so viel von Quarz. Und verhüten. Titänsche. Ja, Titan muss ich noch mehrere Schränke machen. Da muss ich mal gucken. Dahinter kann ich keine machen, wenn der Aquarium steht. Ich wollte mir da aber nicht so mitten im Weg stellen. Das ist alles doof. Könnte ich ja vielleicht im Keller, also hier in der unteren Etage machen. So, den kann ich jetzt mal rausholen. Ich glaube, wir sind auch bald vorbei hier. Der ist ja bald voll, ne? Ah, ein bisschen Platz hat er noch. Jo. Wieso habe ich drei Batterien mit? Das muss doch gar nicht sein, ne? Was denn jetzt hier?
Gewackel, was war denn das? Ah, jetzt wird erstmal duster. Der Sandteil kann doch nicht den ganzen Zyklopen zum Erschüttern bringen. Im Leben nicht. Naja. Nun gut. Ja, jetzt wird es dunkel. Dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe wieder nicht auf die Zeit geachtet. Ich glaube, ist genug, ne, für heute. Geht's beim nächsten Mal hier an dieser Stelle weiter. Ich warte jetzt zwischen den Folgen nur, bis hell wird. Glaube ich. Ich habe ja kein Bett hier. Ich stelle hier auch kein Bett hin. Das ist da, wo wir runterfahren, brauchen wir das nicht. Da ist immer Nacht. Ja. Trotzdem gibt es da natürlich Lichtquellen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, gerne ein Like da lassen. Und dann geht es beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.